zieht ein Gewitter durch, ich will trotzdem die Waschmaschine laufen lassen. Okay, ganz vereinfacht würde ich sagen, naja gut, dann müsste ich einfach nur doppelt so viel Kapazität aufbauen und dann wäre ich bei 100%. Und wie lange könnte man damit Deutschland versorgen? Halb, also das, halbe Stunde? Ja, lügt ganz einfach, es ist einfach nicht zu schaffen. Wir sind heute hier zu Gast bei HPS, bei Home Power Solutions. Bei mir zur Linken sitzt A. Seat und der Volker. Den Volker werdet ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen haben. Deswegen darf er sich als Zweiter vorstellen und deswegen erstmal an Seat. Hallo Seat. Und stell dich doch einfach mal kurz unseren Zuschauern vor. Ich glaube, ein paar haben dich schon in den beiden Videos gesehen, aber für alle, die das noch nicht getan haben, wer bist du und was macht ihr hier eigentlich? Ja, sehr gerne. Ja, ich freue mich, dass ihr beide da seid. Mein Name ist Siad Abul-Ella. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der HPS Home Power Solutions GmbH. Und wir haben einen Energiespeicher entwickelt, mit dem man Ein- und Zweifamilienhäuser komplett auf Basis CO2-freier Sonnenenergie ganzjährig versorgen kann. Und zwar baut ihr kein Batteriespeichersystem, sondern euer Speicherstoff, sage ich mal, ist zu größten Teil Wasserstoff. Wir setzen beide Technologien im Produkt ein und das war schön. Wir haben ja auch ein paar Videos gedreht, wo du das gezeigt hast. Genau, und aber die große Energiemenge, mit der wir den saisonalen Hub machen, das ist Wasserstoff. Genau. Und ihr kennt es ja, es gibt ja immer wieder so ein paar Begriffe, die in der Szene der Elektroautofahrer und der Energiewender so für besonders Wallung bringen. Daher gehört der Plug-in-Hybrid immer dazu und Wasserstoff mit Sicherheit auch. Und wir haben gedacht, wir machen nach diesen beiden Videos nochmal einen Live-Talk. Und zwar haben wir uns dann noch einen Gast dazu eingeladen. Volker Quaschning ist da. Stell dich doch kurz nochmal vor. Ja, mein Name ist Volker Quaschning. Ich bin Professor für regenerative Energiesysteme in Berlin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, der HTW Berlin, der schönsten Hochschule Berlins, sage ich immer genau. Und ja, mache auch YouTube-Videos, habe jetzt einen Podcast noch vor kurzem gestartet und letztes Jahr auch dann Scientists for Future mitgegründet, als wir die große Klimadiskussion hatten, die leider ja jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen dann unter die Räder gekommen ist. Aber gut, dass wir uns heute treffen, da können wir da wieder mal ansetzen. Genau, und wir haben einfach gedacht, wir holen uns den Volker noch dazu, weil ihr kennt ihn ja auch von seinem eigenen Kanal. Wie gesagt, seinen Podcast kann ich euch auch sehr empfehlen. Hab schon beide Folgen gehört, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin absoluter Podcast-Fan. Und ja, Volker ist einfach Fachmann, wenn es ums Thema und wirklich Experte, wenn es ums Thema darum geht. Sag jetzt mal, wie rocken wir die Energiewende? Was müssen wir tun? Was müssen wir machen? Du stehst sehr in der Öffentlichkeit, du bist sehr eingespannt. Von daher ganz herzlichen Dank, dass du dir auch heute Abend hier Sonntag die Zeit genommen hast, zu kommen. Und wir haben heute eigentlich so ein bisschen als Spezialthema das Thema Speicherung von Energie. Volker, an dich erstmal so die Eingangsfrage. Wir diskutieren über das Thema Energiewende. Vielleicht kannst du mal in 30 Sekunden sagen, du kennst ja meine Challenges. Was ist die Energiewende aus deiner Sicht und wo stehen wir in Deutschland bei der Energiewende? 30 Sekunden, muss ich ein bisschen schneller reden. Ich gebe mir mal Mühe. Das schaffst du. Genau. Also Energiewende heißt, dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten. Das heißt, dafür müssen wir in 15 Jahren klimaneutral werden. Wir dürfen keine Öl, keine Kohle und kein Gas mehr verfeuern. Das heißt, wir müssen alles zu 100% mit erneuerbaren Energien machen. Beim Strom sieht es schon ganz gut aus. Da haben wir die Hälfte, aber auch da fehlt noch die andere Hälfte. Mhm. Und wenn wir uns alle Sektoren angucken, also auch noch die Wärme und den Verkehr, dann liegen wir in Deutschland bei unter 20%. Das heißt, wir müssen in 15 Jahren von knapp 20 auf 100% Erneuerbare kommen. Das wäre eigentlich die Energiewende. Und wir sehen momentan keinerlei politische Ambitionen, dass wir das irgendwie schaffen würden. Ich habe heute noch mal geguckt bei Energy Charts, also was den Stromverbrauch oder die Stromproduktion angeht, du hast es angesprochen, liegen wir in Deutschland in diesem Jahr vielleicht sogar schon über 50%. Im Moment kratzen wir so an der 50%-Grenze, sind so gerade drüber. Aber du hast, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es geht ja nicht nur um Strom, sondern es geht auch um Wärme. Es geht wahrscheinlich in Zukunft auch verstärkt auch noch um Kälte. Und es geht um Mobilität bei diesem ganzen Thema. Und jetzt wissen wir alle, die wir hier sitzen und ihr alle, die ihr zuguckt, die hauptregenerativen Energiequellen, die wir in Deutschland nutzen werden, sind wahrscheinlich die Photovoltaik und der Wind. Wo stehen wir denn da? Also wenn man anguckt, du hast es gesagt, in 15 Jahren wollen wir irgendwie CO2-klimaneutral werden. Ich weiß, CO2-neutral und klimagasneutral, das sind so ein bisschen, die sind sich sehr ähnlich, die Begriffe, aber es ist nicht exakt das Gleiche trotzdem. Wir haben so um die 50 Gigawatt Leistung an Photovoltaik in Deutschland. Beim Wind weiß ich es gar nicht genau. Ja, knapp 60. Knapp 60. Wo müssen wir denn eigentlich hin, um das, was du gesagt hast, zu schaffen?
Also was so in Gigawatt Produktion, also Kapazität, wo müssen wir da hin? Ja, einfach nochmal, wir sind etwa bei 20% Erneuerbaren und das heißt, das müssen wir verfünffachen und das gilt dann auch für Sonne und Wind. Bei der Photovoltaik sogar ein bisschen mehr, also da gehen wir Faktor 8 vielleicht hin. Bei der Windenergie an Land werden wir keine Verfünffachung mehr hinkriegen, da fehlen uns ein bisschen die Standorte, aber Faktor 4 vielleicht. Und Offshore-Wind, da müssen wir auch noch viel, viel machen. Also das heißt, und das alles in 15 Jahren. Dazu müssen wir jetzt die Schleusen aufdrehen und irgendwann braucht man natürlich auch, da willst du wahrscheinlich dann später drauf raus, Speicher, weil natürlich Sonne und Wind ist nicht immer da. Und das heißt, auch da müssten wir jetzt schon anfangen, in die Speicherung einzusteigen, dass wir dann natürlich irgendwann auch mal die Kohlekraftwerke abschalten müssen, die dann sonst als Reservekraftwerke anfahren müssen, wenn Sonne und Wind nicht da ist. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Nicht? Genau. Jetzt hast du mir schon sehr schön den Ball zugespielt. Prima. Speichern ist ja so ein Thema. Du kennst es wahrscheinlich unter deinen Videos bei den Kommentaren, wie auf jeden Fall auch bei den Kommentaren unter unseren Videos. Das Übliche, das geht gar nicht und das wird nie funktionieren. Und wie soll das gehen? Nachts scheint keine Sonne und der Wind weht ja auch nicht. Also heute weht er zwar draußen ganz kräftig, trotz untergegangener Sonne. Siehst, jetzt kommst so ein bisschen du ins Spiel. Und bevor wir so ein bisschen detaillierter über das sprechen, was ihr hier entwickelt habt, ihr habt es ja auch schon gesehen, mal die Frage an dich, kannst du mal, obwohl du ja ein Wasserstoff-Mensch bist, sage ich mal, ja, uns vielleicht und den Zuschauern mal so ein bisschen nochmal erläutern, was haben wir denn so für, und dann kann Volker auch eventuell gerne ergänzen, was haben wir denn so überhaupt für Möglichkeiten, machen wir mal Strom, weil das wird die Hauptquelle sein, auf die wir uns belasten in den nächsten Jahren, die so kommen. Wie können wir den Strom speichern? Also ich habe hier in meinem Mikrofon so zwei kleine Nickel-Metall-Hydrid-Akkus drin, ihr beide auch, das sind schon 6 Akkus, dann hat der Steve auch noch einen Empfänger mit 2 Akkus, dann haben wir mehrere, die Empfänger haben wir noch, die Sender, dann haben wir da 2, 3, 4 Kameras, überall sind Batterien drin, reicht doch, oder? Ja, klar, also du hast die eine Technologie, die, glaube ich, wirklich jedermann bekannt ist, schon angesprochen. Wir reden über Batterien. Und es gibt da natürlich auch unterschiedliche Technologien, die man unterscheidet und die sich weiterentwickeln und die versuchen, die Kapazität, die Speicherkapazität zu erhöhen und auch die Entladegeschwindigkeiten zu verbessern. Alles trotzdem kann man die zusammenfassen unter dem Thema Batterien. Und jetzt kennen wir das aus den Batterien in den kleinen Geräten und den Knopfzellen und den AAA-Batterien. Und es ist mittlerweile ja auch immer mehr Menschen natürlich auch bekannt, dass man die in etwas größerem Maßstab auch in seinem Zuhause einsetzen kann, um Energie zu speichern. Da sind wir komplett auf der elektrischen Seite. Und aus meinem Verständnis heraus sind das sehr, sehr gute Kurzzeitspeicher und eigentlich eher Leistungsreserven als wirklich ein großes Speichervolumen, die einen sehr sinnvollen Einsatz haben in unserem Leben, in den Häusern, in den Batterien, in den Tablets und überall, wo wir sie einsetzen. Man kann Energie natürlich auch thermisch speichern, das ist über die Wärme, das heißt, man kann die in Wasser speichern, in Phase-Change-Materials speichern, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Energie thermisch zu speichern. Und man kann die Energie auch chemisch speichern und da ist dann die Brücke ein bisschen zu dem, was wir auch tun, ergänzend zu den Batterien, speichern wir Energie in Form von Wasserstoff, das ist eine chemische Speicherung und die hat im Vergleich, wenn man die Technologien nebeneinander hält, den Vorteil, dass man sehr große Energiemengen auf sehr geringem Raum speichern kann und dass man eine Möglichkeit hat, die Energie verlustfrei über lange Zeiträume zu speichern. Also das kennt ihr vielleicht auch von den Batterien, wenn du die jetzt, ich sag mal, Monate liegen lässt, egal ob das die kleine Batterie ist oder eine bisschen größere und sie nicht betreibst, dann gibt es natürlich einen Selbstentladungsprozess, eine Alterung. Das ist an sich auch kein Problem. Batterien haben einen sehr guten Einsatz, wenn sie zyklisiert werden. Und das ist eigentlich auch ihr ideales Umfeld. Zyklisiert müssen wir vielleicht mal kurz erklären, was darunter zu verstehen ist. Sind nicht alles Fachleute, die zugucken? Ja, danke. Also das heißt im Prinzip, dass die Batterie arbeitet. Okay. Also dass sie laden, entladen. Genau, dass sie eigentlich die ganze Zeit im Einsatz ist. Ich komme gleich bei den Speicherbedarfen darauf. Es gibt Speicherbedarfe, die sind kurzfristig und da arbeitet man auch die ganze Zeit mit dem Speicher. In unserem Kontext des Hauses bedeutet es eigentlich täglich. Also, dass man die Energiegewinne, die man an der Tageszeit hat, eben in den Abend verschiebt und die Batterie damit ununterbrochen in einem Lade- oder Entladezustand ist. Es gibt, wenn wir aber auch die Energien langfristiger speichern wollen, um eben die Energiewende hinzubekommen und die erneuerbaren Energien wirklich grundlastfähig zu bekommen, Speicherbedarfe, die längerfristig sind. Und dort arbeiten die Speicher nicht ununterbrochen, sondern die werden über einen längeren Zeitraum geladen und dann mit größerem Zeitversatz auch wieder entladen.
Und das ist ein Einsatzgebiet, wo der Wasserstoff sinnvoll zum Einsatz kommt und seine Stärken auch ausspielen kann. Mhm. Volker, ich gebe mal an dich mal weiter das Thema Stromspeicher. Wir haben jetzt Batterien gehört, alle Arten an verschiedensten Batterien. CEAT hat schon das Thema Wasserstoff angesprochen. Bleiben wir mal ganz kurz noch dabei. Wie können wir Strom noch speichern? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Ich habe was von Pumpspeicherkraftwerken gehört. Ja, ist die gängigste Variante Pumpspeicherkraftwerke. Das ist das, was wir derzeit in Deutschland am meisten haben. Mhm. Andere Möglichkeit ist noch Druckluftspeicher, dass wir also Luft unter Druck bringen und dann einfach die Luft sich wieder ausdehnen lassen, damit dann Arbeit verrichten, Strom erzeugen. Mhm. Also auch da gibt es das eine oder andere Potenzial. Es gibt auch ein Kraftwerk, was damit arbeitet. Aber wir können einfach mal überlegen, wie viel wir speichern müssen. Das ist vielleicht irgendwie das Spannende. Und das haben verschiedene Forschungsinstitute ausgerechnet. Das heißt also, wie machen wir das? Mhm. Wir besorgen uns reale Wetterdaten und dann simulieren wir über ein Jahr in stündlicher Auflösung oder noch kürzer, dann was kommt rein an Energie, was geht raus und was bleibt dann an Speicherbedarf, damit wir das Ganze ausdecken können. Und da kommt raus, ja, sag ich mal, Pi mal Daumen immer, dass wir so Faktor 1000 ungefähr brauchen. Dass man ungefähr mal so eine Hausnummer hat an Speicherbedarf. 1000 heißt was? 1000 zu dem, was wir derzeit haben. 1000 zu dem, was wir im Moment haben. 1000 mal so viel Speicher, wie wir derzeit haben. Nicht? Also einfach mal die Größenordnung. Ja? Deswegen, viele sagen immer, na, da bauen wir einfach ein paar Pumpspeicherkraftwerke, kann man sich überlegen. Also 1000 mal so viele Pumpspeicherkraftwerke, also so viele Seen werden wir hier in Deutschland gar nicht bauen können. Wir scheitern schon bei einem irgendwo. Also deswegen ist die Technologie einfach raus. Batterien wird man sich auch nicht diese Mengen vorstellen können. Nicht? Also irgendwie klar, irgendwie die Menge von Pumpspeicherkraftwerken, ja. Also vielleicht mal so als Vergleich, dass man sagt, wenn wir alle Starterbatterien, die in Autos sind, ausbauen und irgendwo in Brandenburg nebeneinander auf den Acker stellen, dann haben wir insgesamt genauso viel Speicherkapazität, wie die Pumpspeicherkraftwerke haben. Okay. Dann sind wir beim Faktor 2 sozusagen. Das heißt, wir haben dann ungefähr 45 Millionen Bleibatterien auf den Brandenburger Acker gestellt. Vielen Dank dafür. Genau. Und können dann so viel Strom speichern, wie wir in den allen deutschen Pumpspeicherkraftwerken speichern können. Ne? Und, wie lange könnte man damit Deutschland versorgen? Halbe Stunde. Ja. Eine halbe Stunde. Okay, wir müssen uns beeilen. Genau. Das ist genau das Problem. Und deswegen kann man sich vorstellen, klar, verzehnfachen oder verhundertfachen geht vielleicht auch noch bei den Batterien, aber Faktor 1000 werden wir einfach, diese Mengen an Batterien werden wir nicht hinbekommen, wird dann auch zu teuer. Und deswegen kommt eigentlich noch ein weiterer Energieträger, deswegen kommt irgendwann der Wasserstoff ins Spiel, also weil man da einfach, sehr, sehr große Mengen speichern kann. Also das macht man in der Regel, also entweder, wir haben hier die kleine Lösung hier, über die auch reden, aber da gibt es natürlich auch die großtechnische Lösung. Da haben wir dann zum Beispiel alte, ausgebeutete Gasvorkommen, die es in Deutschland ja mal gab. Da haben wir das Erdgas rausgeholt, kann man jetzt Wasserstoff reinpacken und da gibt es halt riesige Löcher in der Erde und da kann man einfach ausrechnen, dass wir damit wirklich diesen Faktor 1000 locker hinbekommen. Und wenn man sich einfach überlegt, welcher Speicher kann sein, dann wissen wir, okay, für den Kurzzeitbereich, schon gut ausgeführt wurde, Batterien, weil die sind sehr effizient. Mhm. Und, aber wenn wir dann halt einfach wirklich dann 2, 3, 4 Wochen im Winter überbrücken wollen, da werden wir am Wasserstoff nicht vorbeikommen. Sind das wirklich nur, bevor wir mal so einen ersten Break machen und mal gucken, ob im Livestream schon Fragen zu diesem ersten Themenkomplex da sind, dann kann Steve ja mal gucken. Ist es wirklich, also ich muss jetzt mal wirklich fragen, ich meine, wir sind in Mitteleuropa, wir wissen, wir haben irgendwie ein halbes Sonne, wer eine PV-Anlage hat, der weiß, er hat irgendwie ein halbes Jahr lang zu viel Strom, in Anführungszeichen, und er hat ein halbes Jahr lang gar keinen Strom, so übertreibe jetzt mal so ein bisschen, ja. Ist es wirklich vorstellbar, dass wir ein Land wie Deutschland, das ist ein Industrieland, hier leben nicht nur Menschen, hier wird produziert, hier werden auch mit hohem Energieaufwand Waren hergestellt, Produkte hergestellt, nehmen wir einfach nur Stahlindustrie, Aluminium, das sind ja alles Produkte, Stoffe, die hergestellt werden, ist es wirklich vorstellbar, dass man diese Menge an Energie in diesem Sommerhalbjahr, sage ich mal, so viel Energie speichern kann, um dann sich über den Winter, sage ich mal, zu retten, bis man dann wieder viele Erträge hat, die man dann wieder anfangen kann einzuspeichern? Ist das Fantasterei? Also ich lese immer unter den Kommentaren, ihr seid Fantasten. Herr Quaschen lügt, hat letztens einer drunter geschrieben. Er lügt ganz einfach. Es ist einfach nicht zu schaffen. Okay, also ich will jetzt nicht... Nur mit der Sonne würde ich auch sagen, eher nein. Nicht? Also, das, du meinst nur mit Photovoltaik? Oder? Genau, also deswegen, wir brauchen auch den Wind, muss man ganz klar sagen. Nicht? Also um übers Winterhalbjahr zu kommen, also wir können das rein rechnerisch auch mit der Photovoltaik machen, nur dann müssen wir wirklich in Deutschland sämtliche Äcker zustellen. Mhm. Und das ginge dann auch, aber dann sieht Deutschland wirklich ganz anders aus. Mhm. Deswegen macht es auf alle Fälle Sinn, eine Kombination von Sonne und Wind zu machen, weil Wind haben wir mehr im Winterhalbjahr. Und wir gehen davon aus eigentlich, dass wir sogar mehr als die Hälfte mit Wind machen müssen. Das heißt, der liefert im Winter schon relativ viel. Und diese Langzeitspeicher, die brauchen wir halt nur für die Zeiträume. Es gibt dann halt auch immer 3 Wochen im November meistens irgendwie so eine Hochdrucklage,
wo wir wirklich wenig Wind und wenig Sonne haben. Und für diesen Zeitraum brauchen wir dann die Speicher. Wenn wir wirklich ein komplettes halbes Jahr abpuffern müssen, dann würden wahrscheinlich auch die Speicherkapazitäten und auch die Mengen an Solarenergie nicht ausreichen. Mhm. Das heißt also, es gibt ja ganz viele, die sagen, wir bauen jetzt einfach keine Wind mehr, machen alles mit Sonne. Da bin ich dann auch wirklich skeptisch. Das heißt, die Wahrheit hört, wir müssen also wirklich Sonne massiv ausbauen. Wir müssen aber auch vor allem die Wind ausbauen. Also das heißt, wenn wir jetzt hier die Windenergie stoppen, wie es derzeit in Deutschland läuft, brauchen wir gar nicht mehr weiter diskutieren, dann ist es nicht möglich. Und wenn wir dann die Speicher noch ausbauen, das zeigen ja wiederum alle Szenarien, gerade jetzt im Frühjahr vom Fraunhofer-Institut durchgerechnet, die haben verschiedene Szenarien gerechnet, also nach dem Motto, ja, schaffen wir das entweder so mit Akzeptanz, dass die Leute mitmachen, wir Windräder bauen, wie sieht es aus, wenn wir weniger Windräder bauen, geht auch irgendwo, aber wird dann deutlich aufwendiger und teurer, müssen wir doch immer mehr importieren, weil wir es dann irgendwann in Deutschland nicht mehr hinbekommen. Oder wenn wir schnell oder langsam machen wollen und alle Szenarien zeigen, es geht eigentlich, aber wir brauchen einen sinnvollen Mix von Sonne und Wind. Mhm. Biomasse hätten wir ja auch noch. Ja, das hat aber nicht so viel Potenzial, ja, weil einfach Deutschland die genau. besiedelt ist. Okay. Aber ich denke auch, also ich will zustimmen, nur noch mal einmal kurz, die Kombination aus Sonne und Wind in dem großen System ist extrem sinnvoll, weil dann reduziert sich auch die sogenannte Dunkelflaute. Aber die Windenergie reduziert den Speicherbedarf immens, wenn man im Vergleich zu einem Szenario, wo man nur auf Photovoltaik setzen würde. Die Wind in dem dezentralen Bereich, jetzt schwenke ich ein bisschen wieder auf unser Einsatzgebiet, da ist die Photovoltaik halt sehr stark, weil es den Menschen das Werkzeug in die Hand geht, diese Energiewende selber zu vollziehen. Mhm. Das ist nicht so einfach mit dem Wind. Und dort kann man für den Einsatzgebiet in Häusern erstmal und zumindest in Ein- und Zweifamilienhäusern im ersten Schritt schon die Energiemengen tatsächlich über das ganze Jahr verschieben. Das ist keine Fantasterei. Wenn man das aber auf den ganz Deutschland ausweitet mit der Industrie und so weiter, dann müssen zusätzliche Quellen dazukommen, sonst geht es nicht. Mhm. Ich wollte noch einen Hinweis geben, dass es gibt einmal, kann man jetzt nur auf die Prozentzahlen gucken. Also jetzt haben wir es gesagt, wir waren jetzt bei 50% Erneuerbaren. Und jetzt kann man sagen, okay, ganz vereinfacht würde ich ja sagen, naja gut, dann müsste ich ja einfach nur doppelt so viel Kapazität aufbauen und dann wäre ich bei 100%. Während wir den Weg gehen und die erneuerbaren Kapazitäten ausbauen, kommen wir aber heute schon in eine Situation, wo wir viele Überkapazitäten nicht nutzen. Also bei der Windenergie waren das 2018 5,4 Terawattstunden, die wir weg. 2019 waren es schon knapp 6,5 Terawattstunden. Und die Tendenz, die wird sich immer weiter steigern, weil je näher ich an die Sättigung komme, desto mehr Überschussenergie habe ich eigentlich aus den erneuerbaren Energien. Wenn ich es mal mit einem ganz vereinfachten Beispiel erstmal für einen Sonnentag mache. Für Wind ist es ein bisschen komplexer, aber am Ende des Tages gilt die Logik dort auch. Ich habe, die Sonne ist am Tag, die scheint und aus der kann ich einen gewissen Teil meines Hausbedarfs decken. Und ich habe einen gewissen Überschuss. Wenn ich jetzt denke, Mensch, ich würde ja gerne mehr von dem Haus decken, dann baue ich einfach noch mehr Photovoltaikmodule auf. Was passiert dann? Der Überschuss wird immer größer. Aber die Abend- und Nachtstunden kann ich natürlich nicht versorgen, weil da scheint die Sonne nun mal nicht. Mhm. Das ist jetzt sehr vereinfacht auf den Tagesverlauf, aber der gleiche Effekt gilt auch im Großen. Wenn ich heute eine Deckung von 50% habe und ich werfe dabei schon oder regel dabei schon Windenergie ab, wenn ich jetzt immer mehr Windräder aufbaue, dann drehen die sich ja genau in dem Moment, in dem sich auch die bestehenden drehen. Die drehen sich leider nicht irgendwie 3 Monate später, wenn gerade die Energie fehlt. Und dadurch baue ich natürlich auch immer mehr Überkapazitäten auf. Und jetzt kann ich das immer weiter treiben oder ich fange an, die Überschüsse, die dabei entstehen beim Ausbau der erneuerbaren Energien, aufzufangen und zu transferieren. Und ich glaube, dass das wirklich ein Paradigmenwechsel ist, wenn man das vollumfänglich versteht. Das bedeutet nämlich, dass in Zeiten, wo die erneuerbaren Energien Überschüsse produzieren, sehr viel Energie für extrem niedrigen Preis zur Verfügung steht. Und dass es nicht mehr darum nur geht, noch mehr Kapazitäten auszubauen oder noch effizienter damit umzugehen, sondern da ist im Prinzip auf dem Weg zu 100% ist da ganz viel Energie da. Und jetzt gilt es, mit welchen Methoden kann ich diese Energie in Zeit und Raum verschieben und allen zur Verfügung stellen? Das ist eine Aufgabe, die kommt. Also ich sehe das eigentlich auch so. Ich habe zu Hause nur ein kleines Dach und eine 3 kW Peak-Anlage und einen 5 Kilowattstunden Batteriespeicher. Und ich sag mal, Mai, Juni, Juli, August, weiß ich nicht, wohin mit dem Strom. Ja, weil der Speicher ist um 11 Uhr schon voll. Steve, mal die Frage an dich. Wie sieht es aus mit Fragen aus dem Live-Chat? Gibt es aus deiner Sicht die eine oder andere Frage, die wir jetzt gleich schon mal weitergeben können? Ja, wir haben im Live-Chat unter anderem die Frage,
aktuell oder in dieser Dekade haben wir ja noch zu wenig erneuerbare Energien. Sollte man da nicht jedes Quäntchen nutzen, anstatt also eben diese Wirkungsgradverlust, die Umwandlungsverluste sozusagen nicht hinnehmen? Dann ist die Frage, lassen sich diese Überkapazitäten nicht viel einfacher, günstiger und effizienter in einem smarten Netz entsprechend mit entsprechenden Stromtarifen abfangen? Und es war noch eine Frage, ob man aktuell überhaupt Langzeitspeicher braucht. Okay, dann gebe ich die Frage mal an euch weiter, pickt euch was raus. Also nehmen wir einfach mal das Thema, könnte man mit einem intelligenteren Netz, das zum Beispiel Verbraucher gezielt schaltet, haben wir ja auch ein Video drüber gemacht zum Thema Dunkelflaute, eventuell den Speicherbedarf schon mal deutlich verringern. Volker, wie siehst du das? Ja klar, wir brauchen natürlich eine Kombination. Also wir reden ja dann, also jetzt ist es ja irgendwie Peanuts, wie gesagt, wir müssen das verfünffachen. Das heißt, wir reden davon, dass wir in Deutschland irgendwann mal 700 Gigawatt Erneuerbare oder sowas installiert haben. Und wenn da wirklich richtig Sonne scheint und der Wind kachelt, dann werden wir wirklich in Strom ertrinken und dann müssen wir natürlich alles machen. Und dann werden wir natürlich auf der einen Seite erstmal Lastverlagerung machen, klar. Also dann, was weiß ich, das Aluminiumwerk hochfahren, die Elektroautos alle laden. Nur das ist natürlich auch begrenzt irgendwann. Und dann werden wir auch Speicher brauchen. Die Szenarien zeigen, dass die Speicher eigentlich erst als zweiter Schritt kommen, weil einfach aus Kostengründen macht es erstmal Sinn, Lastverlagerung, weil das ja relativ preiswert ist, wenn ich die richtigen Signale habe. Aber wenn wir sagen, dass wir in 15 Jahren fertig sein wollen, also mit der Energiewende oder fertig sein müssen, um die Klimakrise zu stoppen, müssen wir halt auch jetzt mit den Speichern anfangen. Wir können ja nicht dann irgendwie sagen, okay, jetzt irgendwie die nächsten 14 Jahre machen wir mal Lastverlagerung und schnick, in einem Jahr sind sämtliche Speicher da, das wird halt nicht funktionieren. Und deswegen müssen wir beides parallel machen. Auch die Lastverlagerung funktioniert dann momentan noch nicht so richtig wirklich. Also ich kann ja jetzt irgendwie mit Netzstrom auch nicht mein Elektroauto dann billig laden, wenn irgendwie Überschuss Windstrom da ist. Das hat man momentan auch noch nicht richtig eingeregelt. Ich kann zwar mit meinem eigenen Solarstrom ins Auto packen, aber jetzt nicht den Überschussstrom. Das muss man also auch erstmal regeln. Und parallel dazu muss man natürlich auch die Speicherkapazitäten hochfahren, weil wir, wenn wir die Energiewende in dem Tempo machen, wie wir es für den Klimaschutz brauchen, dass wir dann auch wirklich sehr, sehr schnell die Speicher dann brauchen. Volker, kannst du noch mal ganz kurz sagen, warum müssen wir eigentlich im Moment Windräder und Sonnenkraftwerke zum Teil abregeln? Warum eigentlich? Warum wirft man den, du hast es angesprochen, warum werfen wir im Moment terawattweise Strom weg? Ach, ich finde das jetzt irgendwie gar nicht so schlimm, nicht? Muss man irgendwie sagen. Also 5 Terawattstunden, wir haben 500 Terawattstunden verbraucht, das ist 1% des Verbrauchs. Also, nur mal, dass wir vom Prinzip verstehen. Genau, das nochmal erstmal gucken. Hört sich ja völlig verrückt an, ja. Auch da muss man wieder übergucken, ist dann auch wirklich die Jagd nach der letzten Terawattstunde irgendwie wirtschaftlich dann sinnvoll, nicht? Also das heißt, man kann natürlich jede Stunde wegspeichern, aber wenn ich dann einen Speicher aufstelle, der wirklich einmal im Jahr nur noch die allerletzte Kilowattstunde einspeichert, würde niemand bezahlen können. Deswegen werden wir auch, das zeigen alle Szenarien am Ende, einen gewissen Prozentsatz wegschmeißen. Das wäre natürlich keine 50% sein, das wäre natürlich fatal, aber 2-3% des Stroms einfach irgendwie wegzuschmeicheln, bevor dann wirklich mit irrem Aufwand und Kosten natürlich auch. Ich kann natürlich dann irgendwo theoretisch dann, was weiß ich, noch eine Leitung nach China ziehen und dann den letzten Kilowattstunde dann in Peking noch irgendwie verbrauchen. Ja, das geht alles, aber das ist irgendwann natürlich wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Und deswegen müssen wir einfach sagen, also es ist irgendwo momentan auch nicht wirklich sinnvoll, die letzte Kilowattstunde wegzumachen. Okay, also das heißt, wir haben eben vielleicht nicht die Struktur, um den gesamten Strom überall hinzubringen, wäre aber irre aufwendig, das auch noch hinzukriegen. Also regelt man auch mal für die eine oder andere Stunde im Jahr was weg und dann ist erledigt. Momentan fehlen halt auch noch die Leitungen dann teilweise. Also es gibt dann, und natürlich auch gibt es noch Reservekraftwerke, muss man auch sagen. Also das heißt, es gibt derzeit sozusagen die Must-Run-Kapazitäten von Kohlekraftwerken, die man laufen lassen muss, damit das Netz stabil ist. Das hat man sich sehr gut abgesichert. Und dann werden natürlich einfach auch Windräder abgeschaltet, in Anführungszeichen, damit halt die Kohlekraftwerke weiterlaufen müssen. Die gleichen Aufgaben könnten natürlich Erneuerbaren in Kombination mit Speichern erfüllen. Das heißt also, auch Speicher können die Netzstabilität dann gewährleisten. Und dann könnte man auch die Kohlekraftwerke runterfahren und da auch wieder weniger wegschmeißen. Also hat natürlich auch ein bisschen so den Hintergrund, muss man auch ganz ehrlich sagen. Du wolltest noch was ergänzen? Ja, also genau. Also ich denke auch, dass es eine Kombination sein wird. Vielleicht, also ich glaube, es sind jetzt knapp 3%, 2,7%, die wir heute abregeln. Das ist nicht viel. Ich halte das auch nicht an sich für irgendwas Schlimmes. Da gebe ich Volker recht. Ich glaube nur, dass diese Zahl sehr stark wachsen wird, je mehr wir ausbauen. Weil, ich sage mal so, wenn du dein erstes PV-Modul auf dein Dach packst in deinem Haus, dann kannst du praktisch den gesamten Strom nutzen, hast noch keinen Überschuss. Und das zweite und das dritte. Und erst wenn die PV-Anlage größer wird und anfängt, den Grundverbrauch, der da ist, wenn die Sonne scheint, zu überschreiten, fängt ja überhaupt der Effekt erst an. Das heißt, dass die Überkapazität, die wir wegregeln, ist heute tatsächlich bei knapp 3%, 2,7 waren, glaube ich, die letzte Zahl von 2019, die ich kannte,
Ich glaube aber, dass es für die Zukunft betrachtet ein Faktor wird, der wichtiger wird und damit auch die Speicher eine immer wichtige Rolle spielen, um eine wirkliche Grundlastfähigkeit hinzubekommen. Das ist unser Ziel, dann sind wir bei 100%. Und das ergänzt sich mit dem Fakt, dass wir ausbauen müssen, unbedingt und so schnell es geht. Wir sind viel zu langsam. Und gleichzeitig werden auch die Kapazitäten wachsen. Jetzt nehme ich noch einmal Bezug wirklich direkt auf die Frage, ob das Netz das alleine kann. Das Netz an sich ist kein Energiespeicher. Das Netz ist nur so lange stabil, wie wir das hier kennen. Hier sind alle Lampen an und wir übertragen unsere Technik. Wie praktisch in jeder Zeiteinheit so viel Energie ins Netz reingegeben wird, wie rausgenommen wird. Und diese Balance wird von Netzbetreibern und Energieversorgern die ganze Zeit sichergestellt. 24/7, 365 Tage im Jahr. Und wenn wir diese Balance stören, wird das Netz instabil. Das heißt, das Netz an sich ist kein eigener Speicher. Jetzt wurde Bezug genommen auf das Lastmanagement und da bin ich wirklich bei Volker. Das ist ein Faktor, der sehr helfen kann, die Lasten an die erneuerbaren Energien anzupassen. Aber das kriegt man zu 100% nicht hin, weil sonst bräuchten wir auch überhaupt keinen Speicher und wären eigentlich schon am Ziel. Also mir fällt gerade das heißt, so, mir fällt gerade so bildlich ein, wenn der Chef vom VW-Werk in Zwickau am Sonntagabend die Belegschaft zusammenruft und sagt, also ich meine, die arbeiten eh 24 Stunden, aber jetzt produzieren wir mal ein paar ID3s mehr. Ist das vorstellbar, dass es vielleicht wirklich mal so kommt nach dem Motto, die Produktion von, nehmen wir mal an, Fahrzeugen wird wirklich an das Angebot von Energien angepasst? Ist sowas überhaupt vorstellbar? Ja, das vielleicht jetzt gerade nicht, aber man sieht es bei der energieintensiven Industrie zum Beispiel nicht. Also gerade, was weiß ich, das wird heute ja auch schon teilweise gemacht. Also wenn jetzt ein Aluwerk oder sowas, dann fahren die einfach mal ein bisschen hoch eine Sonderschicht, wenn sie dann einfach für unseren Strom haben. Also das passiert heute schon. Kühlhäuser zum Beispiel ist auch so eine klassische Anwendung, dass man einfach sagt, also dann die können ja auch thermisch speichern. Das heißt, dann fährt man einfach die Temperatur mal ein paar Grad runter, wenn Strom im Überschuss vorhanden ist und wenn dann Defizit ist, dann lässt man die Temperatur wieder dann nach oben gehen. Aber das sind natürlich dann auch begrenzte Anwendungsfelder. Also man kann jetzt auch einfach sagen, das kann man steigern. Ich denke, so die größeren Sachen sind natürlich dann auch Elektromobilität. Also da kann man, wenn man mal überlegt, dass wir vielleicht mal 20 Millionen Elektroautos haben, da kann man natürlich dann auch schon, wenn die alle gleichzeitig laden, da kann man schon ordentlich Strom versenken. Mhm. Und natürlich auch die Wärmeanwendung. Also wenn man dann, das geht im Winter, im Sommer natürlich eher nicht so doll, wobei dann kommt die Kühlanwendung irgendwann mal im Zuge des Klimawandels dazu. Und dann haben wir natürlich auch die Wärmeanwendung. Auch da kann man thermisch speichern. Also auch das Haus ist eine Speichermasse. Dann könnte man sagen, okay, jetzt haben wir zu viel Windstrom. Dann lasst uns doch mal alle Wärmepumpen anschalten und die Häuser nochmal um 1-2 Grad aufwärmen. Das merken die Leute kaum. Und wenn der Wind dann weg ist, dann lässt man die Raumtemperatur wieder abfangen. Alleine, wenn man zum Beispiel die Raumtemperatur von allen Gebäuden um 1 Grad anhebt, kann ich also auch nochmal so viel Energie wegspeichern, wie alle Pumpspeicherkraftwerke haben. Und das würde uns praktisch gar nichts kosten. Nicht? Also das ist einfach nur ein Regelalgorithmus. Steve, gibt es denn im Moment aus dem Live-Chat eine wichtige Frage oder Fragen, die wir weitergeben können? Sonst würde ich in den Blog gehen. Ressourcen und Kosten der Energiespeicherung. Ja, es gibt schon wieder Nachfragen. Und zwar, da kam zum Beispiel unter anderem auch, sind denn Elektroautos, aber das wurde ja beantwortet, nicht eigentlich der perfekte Speicher? Und sie sind ja nun auch schon da. Mhm. Kann man da nicht die Industrie zum Beispiel zum bidirektionalen Laden verdonnern, dass das halt drin sein muss als Minimalanforderung? Wir nicken alle. Klar, logischer. Muss man wollen. Also da auch wieder, das ist das Problem. Also momentan versucht man sowas ja auch zu verhindern, weil alles, was natürlich diese Speicheroptionen hat, reduziert natürlich den Bedarf an Kohlekraftwerken früher oder später. Also da geht es einfach jetzt auch, man hat bis 2038 sich entschlossen, Kohlekraftwerke laufen zu lassen. Und wenn man zu viel Flexibilität hat, dann wird man die gar nicht so lange betreiben können. Das heißt also, Speicher oder Flexibilität ist eigentlich gar nicht so gewünscht momentan. Mhm. Und man wird in 2, 3, 4 Jahren irgendwie schmerzlich feststellen, dass man das versäumt hat, rechtzeitig einzuführen. Mhm. Okay. Wir haben immer wieder unter den Videos die Kommentare, bei dir wird es vielleicht ähnlich sein, Energiewende kostet schon wahnsinnig viel Geld und jetzt kommen noch die ganzen Speicher dazu. So, das kostet ja nochmal wahnsinnig viel mehr Geld. Seat, und jetzt hast du uns ja in den Videos, die wir beide oder die wir gemacht haben und veröffentlicht haben, ein System vorgestellt, was eben auf Wasserstoff arbeitet. Das heißt, wir haben ein System, vielleicht sagst du nochmal ganz kurzen Worten, was bei eurem Speichersystem funktioniert, also wie das funktioniert in so kurz wie möglich. Okay, ja. Also wir haben die Photovoltaik als Energiequelle auf dem Dach des Hauses und wir können diese Energie kurzzeitig speichern, auch in Batterien, und wir können sie saisonal speichern über den Wasserstoff. Das bedeutet, dass wir mit einer eingebauten Elektrolyse aus Wasser und Strom, nämlich CO2-freien Sonnenstrom vom eigenen Dach
Wasserstoff erzeugen, den verlustfrei einspeichern und im Winter, wenn die Energie über die eigene Photovoltaik nicht mehr ausreicht, nehmen wir diesen Sonnenstrom, der im Wasserstoff gespeichert ist, führen den auch zu einer integrierten Brennstoffzelle in dem System und diese Brennstoffzelle erzeugt dann wieder Strom und Wärme aus dem Wasserstoff, der im Sommer gewonnen worden ist. Und dadurch kriegen wir einen saisonalen Energiehub hin und dadurch können wir dann wirklich eine komplett CO2-freie Stromversorgung für ein, erstmal im ersten Schritt ein- und zwei-Familienhaus zur Verfügung stellen. Das System heißt PIKEA. Genau. Wenn ihr dann genauer gucken wollt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch einfach diese beiden Videos an, die wir da produziert haben. Es gibt ja auch noch mehr dazu, wie es genau funktioniert. Wirkungsgrade haben wir alles soweit besprochen, darum geht es auch gar nicht. Aber jetzt ist auch klar, wir hatten ja in den Videos auch mal erwähnt, was so eine Anlage bei euch ungefähr kostet. Da schluckt man erstmal, wenn man das hört, was das kostet. Aber nur ist auch klar, ihr habt angefangen, ihr seid quasi, kann man noch Start-up sagen oder ist das schon nicht mehr passend für euch? Wir sind vielleicht genau in der Transformation zwischen einem Start-up und einem sogenannten Ramp-up. Ja. Wir haben jetzt rund 100 Mitarbeiter und haben jetzt ein marktreifes Produkt und ich glaube, wir sind im Wandel. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr euch ja sehr, sehr intensiv mit dieser Thematik Kosten und so weiter auseinandersetzt. Wir wollen mal jetzt nicht darüber reden, was euer System heute kostet. Also der erste Tesla Roadster hat auch ein Vermögen gekostet, so ungefähr. Und was weiß ich, das erste Handy war auch nicht bezahlbar. Trotzdem haben wir das heute irgendwo mehr oder weniger alle. Was habt euer Ziel für euer System? Wo wollt ihr denn mal hin? Und zwar kannst du es mal angeben, vielleicht in Euro oder Cent pro Kilowattstunde? Ist es, wo ihr hin wollt? Also Volker, ich gebe mal ganz kurz noch den Schwenk zu Volker, weil du bist ja der Experte. Ist es richtig, wenn man sagt, Strom speichern in einem Batteriespeicher, den ich mir in den Keller stelle? Es ist kein saisonaler Speicher, es ist eher so für ein, zwei Tage so ungefähr, liege ich so bei ungefähr 10 Cent pro Kilowattstunde für den Speicher. Ja, wäre günstig, aber ja, die Dimension stimmt. So in die Dimension stimmt. Also 10, 15 Cent kostet mich das zu der PV nochmal dazu. Hast du eine Projektion, dass ihr da auch mal hinkommt zu diesem Preis? Dass man, ich meine, da kommt natürlich noch dieses Add-on dazu. Es ist ein saisonaler Speicher. Also ich kann es vielleicht einmal beschreiben, wo wir heute stehen und was wir uns vorstellen. Also wobei ich jetzt nicht unterscheide zwischen der Batterie und der PV, sondern ich gucke mir wirklich aus Endkundensicht im Prinzip die Gesamtenergieversorgung über das ganze Jahr an. Und wir haben, im Moment sind wir auf einem Niveau von, ich würde sagen, rund 39 Cent pro Kilowattstunde, die wir an Kosten haben, wenn man das System betrachtet, über einen Zeitraum, aber auch mit allen Instandshaltungen. Über welchen Zeitraum? Ich würde das über 30 Jahre betrachten, aber dann muss man auch wirklich sowohl die Servicekosten als auch die Instandhaltungskosten natürlich voll einrechnen. Und die wären da jetzt mit drin? Die wären da mit drin. Also roundabout 40 Cent pro Kilowattstunde? Knapp drunter. Und das ist der Stand, den wir heute haben. Und wir sind heute natürlich noch in einem Pioniermarkt. Du hast es gerade verglichen, so wie jede neue Technologie, die den Markt erstmal betritt, steckt sehr viel Entwicklungsarbeit hinter und wir haben noch nicht eine Industrie, die in tausender Stückzahlen etwas über Jahrzehnte optimiert hat. Das heißt, wir haben eine Lernkurve vor uns und wir werden die Stromkosten dann deutlich senken und ich würde sagen, dass wir sie halbieren wollen im Zug von heute und dass wir dann bei einem Strompreis ankommen, der komplett konkurrenzfähig ist, nicht nur zu deutschen Märkten, sondern auch wirklich internationalen Strommärkten. Und wo es eine echte Alternative ist, eine komplett CO2-freie Stromversorgung fürs Haus hinzubekommen. Heute sind wir am Anfang dieses Prozesses und das wollte ich auch einmal sagen und suchen heute natürlich auch Pioniere, die uns auf diesem Weg begleiten und unterstützen. Aber das sind so die Größenordnungen. Kannst du vielleicht nochmal so aus deinem Wunsch, dein schönster Case, wann ihr das erreicht haben wollt, in 5 Jahren? Ich meine, Volker hat ja gesagt, wir müssen in 15 Jahren viel, viel geschafft haben. Ist es in 15 Jahren zu schaffen, diesen Kostensenkung hinzukriegen? Ja, definitiv. Okay. Definitiv. Also auch schneller als 15 Jahre. Müssen wir auch sein. Ja. Volker, was denkst du, wohin entwickelt sich vielleicht, obwohl es kein, zumindest heute noch nicht ein Saisonalspeicher ist, ein Batteriespeicher hin? Du hast gesagt, wir stehen heute so mit Lithium-Ionen-Technik, was man sich so kaufen kann für zu Hause, bei ungefähr 15 Cent pro Kilowattstunde, 10, 15 Cent.
Aus deiner Sicht, wo wird sich der Preis hin entwickeln pro Kilowattstunde für einen Batteriespeicher? Ja, ich weiß, das ist der Blick in die ganz große Glaskugel. Weil der Vergleich von Batteriespeicher und Wasserstoff, der hinkt dann halt ein bisschen. Ist genau, also klar, das hängt ja dann von den Zyklenzahlen ab. Mhm. Nicht? Also das heißt, ich habe ja eine Anzahl von Cent pro Kilowattstunden. Die Preise, die du jetzt genannt hast, die gehen davon aus, dass der Speicher täglich be- und entladen wird. Wenn ich jetzt den Speicher so groß mache, dass ich ihn nur einmal im Jahr be- und entlade, dann ist der Preis natürlich 365 Mal so hoch. Mhm. Und deswegen haben wir natürlich, gibt es irgendwann so einen Break-Even-Punkt. Das heißt also irgendwann, also die Batteriespeicher sind, wenn ich sie halt sehr häufig benutze, sind günstig jetzt schon. Wir gehen davon aus, dass die Preise, weil man da ja auch noch ähnlich wie bei der Photovoltaik am Anfang der Lernkurve steht, nochmal deutlich runterkommt. Trotzdem wird man natürlich diese Langzeitspeicherung, weil man dann einfach diesen Faktor halt, also weil einfach der halt entscheidend ist für den Batteriespeicher, natürlich nicht mit Batterien machen. Das heißt also wirklich dann in den Bereich, wo ich einmal im Jahr einspeichern, wieder raushole, dann muss ich halt einfach diese Preise, die du genannt hast, mal 365 nehmen und dann sieht man, wo man da ist. Und deswegen brauchen wir dafür natürlich dann eine andere Technologie. Nein. Deswegen kann man diese Preise so, wie sie sind, einfach nicht vergleichen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich komme nämlich gleich noch auf einen Kommentar zu sprechen, der, nachdem wir dann den zweiten Teil von, ich sage jetzt mal, unserem Video veröffentlicht haben, kam, nämlich klarzustellen, wir reden eigentlich über Speicherung, aber wir reden über eigentlich zwei Dinge. Die eine ist die Langzeitspeicherung, ich sage mal flapsig vom Sommer in den Winter, damit wir auch, wenn es draußen dunkel ist, Strom haben. Und die Batterie, bei euch sind ja auch Batterien drin, ist der Tagesspeicher, es zieht eine Sonne, es zieht eine Wolke durch, es zieht ein Gewitter durch, ich will trotzdem die Waschmaschine laufen lassen. Diese beiden Dinge muss man, glaube ich, ein bisschen auseinanderhalten und muss einem auch klar sein, dass es dann unterschiedliche Preise dafür geben muss. Mhm. Langzeitspeicherung hat einfach viel mehr Wert als eine Kurzzeitspeicherung. Die Waschmaschine könnte ich ausschalten, wenn die Sonne weg ist, aber im Winter muss es warm und hell sein. Ja, also es sind zwei unterschiedliche Speicherbedarfe und zwei unterschiedliche Technologien, die eigentlich ideal auf den Anspruch agieren. Deshalb wird es aus meinem Verständnis auch niemals ein Wasserstoffsystem geben, was die Batterie komplett ersetzt. Glaube ich nicht dran, weil die Batterie ist eine perfekte Leistungsreserve und sie ist operativ in ihren OPEX sehr, sehr günstig. Das heißt, wenn die Batterie arbeitet, dann verbraucht sie eigentlich keine Kosten mehr und holt das Geld zurück, was ich reingesteckt habe. Sie ist im Vergleich zur Wasserstofftechnik spezifisch pro Kilowattstunde im CAPEX viel teurer. Mhm. Also und zwar auch um Faktoren teurer. Und wir werden in der Zukunft, wenn man jetzt nur die Wasserstoffseite anguckt und man baut eine zusätzliche Wasserstoffkapazität auf, auch bei unserem System, dann werden wir in der Zukunft bei vielleicht 20 Euro pro Kilowattstunde noch an Speicherkapazität landen. Das ist unglaublich günstig im Vergleich zu Batterien. Auf der anderen Seite ist die OPEX, also die laufenden Kosten, wenn das Wasserstoffsystem arbeitet, sind teurer als Batterie, weil man ja dann irgendwann mal den Brennstoffzellen-Stack, Elektrolyse-Stack nach einer gewissen Menge an Arbeit austauschen muss. Und das differenziert die beiden. Und deshalb finden sie aber jetzt eine ideale Anwendung. Das, was viel Leistung ist, was schnell gehen muss, wo viel zyklisiert wird, da rechnet sich auch der CAPEX schneller. Das Geld wird zurückgeholt, das ist das, was Volker auch beschrieben hat. Da, wo die Energie längerfristiger steht, ist es nicht so schlimm, wenn die OPEX höher sind, weil die arbeiten seltener, aber dafür muss die CAPEX in den Speicher viel niedriger sein. CAPEX heißt also die Anfangsinvestition und OPEX heißt die laufenden Kosten im Betrieb. Also ich finde es super, dass wir hier gleich erstes Semester Betriebswirtschaftslehre machen, finde ich gut, habe ich gar kein Problem. Ich würde mal gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, ich habe es angesprochen, es kam ein Kommentar unter dem Video, da wurde gesagt, na, wo ist denn das Problem, einfach sich eine entsprechend große Batterie in den Keller zu stellen? So, und bei Batterien denkt man ja immer auch an Ressourcen, an den Bedarf von bestimmten Materialien, die immer wieder in der Diskussion sind. Wenn uns jetzt aber auch klar ist, dass die Batterie wahrscheinlich als Langzeitspeicher aus bestimmten Gründen nicht taugt, nicht weil sie es nicht kann, sondern weil sie eben aus Kostengründen. Aber Volker, wir werden ja trotzdem in vielen Haushalten, immer mehr Haushalten Batteriespeicher haben. Wir werden auch in den Elektroautos immer mehr Batterien drin haben. Vielleicht können wir noch mal so einen kurzen Ausflug machen, sowohl, dass wir das Thema Ressourcen bei der Batterie als auch beim Wasserstoff noch mal ansprechen, weil Wasserstofftechnik ist ja auch nicht immer ganz frei vom Ressourcenbedarf an bestimmten Dingen. Volker, kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, haben wir ein Ressourcenproblem bei Batterien oder ist es sogar denkbar, dass wir in jedes Haus einen 300 Kilowattstunden Speicher Batterie einbauen? Ich konstruiere einfach mal so einen Fall.
Ja, also irgendwann wird man irgendwann ein Ressourcenproblem haben, das ist ganz klar. Mhm. Es ist ja immer die Frage, was ist, also ich werde immer gefragt, geht das? Also sag ich mal, für Deutschland geht eigentlich alles. Deutschland ist ein kleines Land, nur wenn wir das in Deutschland machen, müssen wir es ja irgendwie auf den Rest der Welt auch übertragen können. Unbedingt, müssen wir auch gucken, dass sich dann ganz Afrika und ganz Asien ähnlich entwickelt. Und wenn wir dann das nicht für 80 Millionen Einwohner, sondern für irgendwann mal 8 Milliarden irgendwie machen wollen, dann haben wir natürlich früher oder später schon irgendwie Ressourcenprobleme. Und deswegen müssen wir schon schauen, dass wir das so effizient wie möglich machen. Also deswegen auch das Wasserstoffauto zum Beispiel, also irgendwelche Sachen, die einfach nicht effizient sind, die verschärfen einfach die Ressourcenproblematik. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir es so effizient wie möglich machen. Und ein Batteriespeicher, der nur einmal im Jahr geladen wird, ist halt nicht effizient. Der schluckt einen Haufen Material, ohne dass er viel Nutzen bringt. Und deswegen auch allein aus dieser Überlegung macht das dann entsprechend keinen Sinn. Also, und dann wird es auch irgendwann eng werden. Jetzt irgendwie in jedes Haus und jedes Auto eine Batterie rein, dafür werden also ein Tagesspeicher und ein Autobatteriespeicher, dafür werden die Ressourcen reichen. Also das zeigen die unter Analysen schon, auch weltweit. Aber wenn wir jetzt natürlich jetzt sagen, okay, wir machen jetzt also die Speicherung saisonal mit Batterien, da hätte ich meine Zweifel, dass wir wirklich auch diese Mengen an Rohstoffen aus der Erde rauskratzen können. Was braucht man denn für Ressourcen an Rohstoffen für euer System? Ja. Also es wird ja immer behauptet, ja, also was ist immer wird, ob es nicht richtig, aber es gibt ja viele, du kennst es, die sagen, ja, Batterie furchtbar, Wasserstoff ist ganz einfach, da braucht man überhaupt keine Ressourcen für. Ist das so? Ich meine, ihr arbeitet, ihr entwickelt so ein System? Ja. Also überhaupt keine Ressourcen ist natürlich nicht richtig, wir brauchen auch welche, aber es gibt vielleicht den ersten Faktor, der wirklich unterschiedlich ist zu Batterien. Wenn ich in Batterien die Kapazität skaliere, dann skalieren die Ressourcen einfach mit, und zwar 1:1. Wenn ich jetzt ganz banal, ich mache es am Beispiel unseres Piqueas, wenn ich dort den Speicher skaliere, skaliert nicht das gesamte System mit. Deshalb ist auch ein Zubau an weiterer Speicherkapazität extrem unterproportional im positiven Sinn an Kosten und auch an Material. Denn die Brennstoffzelle und die Elektrolyse sind die Wandler und die sind völlig entkoppelt von der Speicherkapazität und die verändern sich auch nicht. Und dadurch habe ich ein unterproportionales Ressourcenwachstum, weil die Brennstoffzelle und Elektrolyse bleiben da und ich gebe denen einfach nur mehr Speichervolumen dazu. Also bei euch wäre das dann, bei euch wären das, ich sage jetzt mal so flapsig, Gasflaschen aus Stahl. Ja, genau. Stahlflaschen. Richtig. Wir haben also der Speicher, den wir heute im Moment verwenden, sind Stahlflaschen. Dort haben wir keine besonderen Ressourcen, die wir dort verbrauchen. In der Elektrolyse und der Brennstoffzelle gibt es ja eine Membran. Da gibt es noch ein paar Edelmetalle drauf, aber das ist wirklich in sehr, sehr kleinem Umfang. Also da reden wir über keine Volumina. Da gehört ein bisschen Platin dazu, bei Edelmetalle auf der Membranbeschichtung, aber das ist extrem minimiert. Also man hat im Vergleich einen sehr geringen Ressourcenaufwand und der, wo man vielleicht von der Energie am meisten reinsteckt, das wäre jetzt in den Speicher, der hat aber auch wirklich eine extrem lange Lebensdauer. Also da haben wir viel jetzt auch mit dem TÜV gesprochen und so weiter in unserer Anwendung und die Speichersysteme, so wie wir sie jetzt verwenden, sind extrem langlebig. Das heißt, dadurch ist es auch dort ein effizienter Einsatz. Und wie ist das jetzt, wenn wir das jetzt ganz groß skalieren? Du hast es ja vorhin angesprochen, Wasserstoff im richtig großen Maßstab zu speichern. Wo wird der gespeichert? Was braucht man da für Ressourcen? Also da oder können wir wirklich die leere Erdgasblase, sage ich mal, dafür benutzen? Ja, also auch da werden wir natürlich keine Stahlflaschen verwenden, nicht? Also dass wir sagen, also Deutschland die Industrie saisonal abspeichern, da stellen wir jetzt einen Brandenburg-Acker vor mit Stahlflaschen. Das wird natürlich... Wieso? Vorhin waren es Batterien, jetzt kommen die Stahlflaschen auf den Brandenburger Acker. Vielen Dank. Ja. Immerhin schon mal... Immerhin nach Brandenburg, also finde ich ja schon mal gut. Ja, der Niederung ist weniger. Also, ja, ist ja komisch, ja. Nee, und da wird es natürlich ganz klar sein, dass wir andere Speicher brauchen. Und da sind es natürlich einfach unterirdische Speicher, weil da ist es sehr einfach. Wir machen eine Erdkaverne. Das ist natürlich auch, das heißt, da haben wir natürlich bauliche Maßnahmen, die kosten etwas, aber natürlich brauchen wir da keine Ressourcen dafür, weil einfach ein Loch in der Erde dann verwendet wird. Okay, gut, dann ist das ja schon mal eigentlich eine ganz positive Ausbildung. Das finde ich also auch schon mal ganz, ganz wichtig, weil das sind einfach Fragen, die kommen und die müssen auch beantwortet werden, das ist okay. Erstmal aus dem Live-Chat, was ist so die Fragen aus dem Live-Chat oder Tenor aus dem Live-Chat, bevor wir dann sozusagen das letzte Kapitel aufmachen für heute? Tenor aus dem Live-Chat ist, kam mehrfach die Nachfrage, warum denn eigentlich diesen ganzen Aufwand, lohnt es sich denn, das überhaupt zu speichern oder wäre der Energietransport an eine andere Stelle nicht viel sinnvoller? Das heißt also, da wurde auch genannt, zum Beispiel Kabel rund um den Erdball zu ziehen und dann halt eben den Strom dahin zu bringen, wo er gerade herkommt oder wo er hin muss. Also sprich, größere Netze, wer möchte kurz antworten? Also
ja, ich könnte ja ein erster Gedanke dazu. Also es ist halt auch ein extremer Aufwand, die Netzinfrastruktur aufzubauen. Und wir sehen, wir brauchen Trassen von Nord nach Süd durch Deutschland. Und man sieht auch, wie viel Widerstand das oft auch bei Menschen, bei der Bevölkerung erzeugt. Und das sind ja nur die Hochspannungstrassen. Das heißt, wenn wir die Energieverbräuche immer mehr auf die Stromseite bringen und die Elektroautos zu Hause laden, die Wärmepumpen, also auch die Wärmeversorgung auf die Stromseite bringen, dann betrifft das irgendwann mal nicht nur die Hochspannungsleitungen, sondern geht dann irgendwann mal runter bis ins Niederspannungsnetz. Die liegen unter der Erde und der Umbau und das Ertüchtigen dieser Netze ist auch ein sehr, sehr großer Aufwand. Und die Speicher können in diesem System einen Beitrag dazu leisten, dass dieser Ausbau geringer ausfällt oder dass die Kosten geringer ausfallen und dadurch auch das System auch übrigens auch stabiler wird, weil Energien auch dezentral da, wo sie verwendet werden, erzeugt werden, gespeichert werden. Und ich glaube wirklich, dass es eine Lösung sein wird aus verschiedenen Lösungsansätzen. Stärkere Netze, zentrale Erzeugungseinheiten, zentraler Wasserstoff und dezentrale Speichereinheiten. Und ich glaube, dass diese Vielfache das Stromnetz extrem stabilisiert. Und Energie ist ein sicherheitsrelevantes Thema. Es sollte man aus bestimmten Gesichtspunkten sehr konservativ betrachten. Und ich glaube, dass diese Stabilität sehr gesund ist, wenn die auf verschiedenen Beinen steht. Volker, da fällt mir ein, das Thema Import von Strom. Ja, ich muss jetzt nur noch müde lächeln. Also den Leuten ist, glaube ich, sage ich mal, die Dimension gar nicht klar. Mhm. Nicht? Also das heißt, wir haben jetzt eine große Leitung, die in Deutschland ja seit zig Jahren, gefühlten 100 Jahren diskutiert wird, das ist der Südlink. Mhm. Das heißt, da wird eine von Norddeutschland nach Süddeutschland irgendwie gezogen, weil die Bayern nicht so viel Wind wollen oder warum auch immer. Das sind 2x2 Gigawatt. Wir nehmen alles, Wind, Bleibatterien, Stahlspeicher. Ja, aber das sind 2x2 Gigawatt. Ja, ja. Also das war einfach mal, das sind 4 Gigawatt an Übertragungsleistung. Was haben wir? Wir haben vorhin geredet, dass wir irgendwann mal hier irgendwie 400 oder, das heißt, dann bräuchten wir, wenn wir das komplett abdecken wollten. Also gut, jetzt haben wir natürlich dann, wenn es gleichmäßiger ist, jetzt nicht diese Spitzen dann im Endeffekt, aber Deutschland hat jetzt im Strombereich vielleicht so 80 Gigawatt an Spitze. Wenn wir jetzt den Verkehr und die Wärme noch dazu packen, im Winter werden wir irgendwann mal vielleicht bei 200 liegen. So, dann kann man sich einfach überlegen, also 4 Gigawatt einmal Südlink, das sind 50 mal Südlink. Und wenn wir das alles aus Afrika holen wollen, dann ziehen wir einfach 50 parallele Hochspannungstrassen. Das ist dann so ein Korridor von 20 Kilometern Breite, quer durch Europa bis nach Afrika. Super, also da sind alle Leute, die da Anwohner sind, begeistert. Das ist natürlich ganz schnell zu realisieren. Also das sind natürlich Fantastereien. Also wenn es gelingt, aus Afrika in 20 Jahren 2% Strom zu importieren und wir die Leitung gebaut kriegen, dann ist das viel. Alles andere wird an der Akzeptanz scheitern. Mhm. Und darauf können wir die Energiewende nicht aufbauen. Also ich meine, von der Idee her ist das ja gut. Ich sage immer, wenn wir einen leeren Globus hätten, wenn wir einfach sagen, okay, also irgendwie, wir räumen alle Menschen weg, dann bauen wir die Leitungen und dann kommen die alle wieder. Ja, ich würde sagen, wir bauen einfach eine große Kupferkugel. Ja? Dann braucht jeder nur noch den Stecker in den Erdboden zu stecken. Aber diese Mengen an Leitungen und Trassen irgendwo und dann sagen wir, okay, wir bauen ein Erdkabel, dann denken ja die Leute, das ist ja dann weg, ist ja auch nicht so. Ein Erdkabel entwickelt Wärme. Darüber kann auch keiner wohnen, da brauche ich also auch einen Wartungsschacht. Oben drüber kann ich nicht mal Landwirtschaft machen, weil das einfach den Boden ausdörrt. Also das heißt, das sind ganz nette Sachen, die man auch machen kann. Man wird auch Leitungen bauen, um ein bisschen Ausgleich zu machen, das ist immer gut. Aber dass man sagt, also wir schaffen das alles mit Leitungen, die helfen ein bisschen, das Problem zu reduzieren, aber darauf zu setzen, das ist, glaube ich, eine reine Illusion. Und vor allem ist auch der Ressourcenbedarf riesig. Klar, also ich sage immer, jedes Windrad, was in Bayern nicht gebaut wird, wird durch 2 oder 3 Hochspannungsmasten ersetzt. Wunderbar, genau. Steve, du hast mir noch ein Signal gegeben. Ja, wir hätten dann zum Beispiel noch die Nachfrage nach wie sieht es denn aus mit Alternativen zu H2, wie beispielsweise Redox Flow oder Methanol? Dann gebe ich das jetzt schon mal so weiter. Das geht ja auch so ein bisschen in den Bereich E-Fuel so rein. Was sagt ihr dazu? Also für den Hausbereich ist es so eine Zwischengröße, so ein bisschen mehr Speicherkapazität als die Batterie kann man damit auch ganz gut abbilden. Du meinst es mit einer Redox-Flow-Batterie? Ja, genau, aber hat auch ganz schön hohe Prozesskosten, hat auch ganz schön viel Material und Gewicht, was ich verschieben muss. Haben wir uns auch angeguckt. Ich glaube auch nochmal, ich glaube wirklich, dass eine Vielfalt an Technologien Stabilisierung bringt an der Stelle. Bin aber aus unserer Analyse zum Schluss gekommen, dass Energiedichte, Umweltfreundlichkeit mit dem Wasserstoff und Speicherbarkeit da für den Langzeitspeicher einzigartig ist. Ich glaube, dass es einen Zwischenbereich gibt zwischen Batterien und Wasserstoff, wo Redox Flow
wahrscheinlich gut zum Einsatz kommen kann. Und Volker, willst du noch was zu Methanol sagen oder Ethanol sagen? Ja gut, auch zu Redoxflow vielleicht erst nochmal. Also klar, gerne. Ich brauche ja da immer diese Batterie, die Elektrolyseflüssigkeit dann, wenn ich hochskaliere. Nicht? Und die ist ja auch nicht, also da habe ich auch irgendwann früher oder später ein Ressourcenproblem. Also ich kann nicht die Mengen, also bei Wasserstoff ist ja die Ausgangsressource Wasser, da haben wir erstmal genug. Ja, wenn ich jetzt irgendwie mit Vanadium sonst irgendwas überlege, also da hätte ich meine Zweifel, dass wir da wirklich riesige Mengen dann realisieren. Ja, Methanol ist halt ein weiterer, ist ja auch die Frage, mache ich Wasserstoff, Methan oder Methanol? Das ist dann insgesamt die Frage, die dann auch immer gestellt wird. Da habe ich dann erstmal weitere Prozessschritte machen weitere Verluste. Methan oder Methanol haben natürlich den Vorteil, dass sie eine höhere Energiedichte im Speicherbereich haben. Nicht? Also deswegen bei der großtechnischen Anwendung, wenn irgendwann auch die Speicherkapazitäten vielleicht irgendwann mal eng werden, wird man darüber nachdenken müssen, ob man diese Zwischenschritte macht. Der weitere Vorteil bei Methan ist, dass ich natürlich, oder auch Methanol, dass ich auch zum Teil die bestehende Infrastruktur mitnutzen kann. Bei Wasserstoff, wenn ich jetzt also die Erdgasleitung mir überlege, da kann ich halt mit Methan direkt reingehen. Mit Wasserstoff eher nur in ganz kleinen Prozentteilen, weil das Erdgasnetz sonst nicht mehr aufnehmen kann. Oder ich muss halt die Infrastruktur umbauen, also dass ich halt die Endgeräte dann wieder umbastel. Das heißt, da sind verschiedene Fragen. Ich glaube, die Frage ist noch offen. Also ich denke, in der Übergangszeit werden wir auf alle Fälle auf Methan auch bleiben. Langfristig vielleicht auch. Wobei wir auch uns überlegen müssen, dass wir halt in größeren Teilen auch von den Erdgasanwendungen zum Teil wieder weg müssen. Also das ist den meisten gar nicht klar. Die denken, es kommt jetzt das Erdgas, das löst die Kohle irgendwann ab und alles ist grün. Und das Erdgas ist ja auch ein fossiler Energieträger. Und wenn ich Erdgas in der Erdgastherme verfeuere, dann wird es irre aufwendig, diese Mengen an Methan bereitzustellen. Das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Und deswegen muss man sich dann überlegen, ob man da auch irgendwann mal einen Cut macht und sagt, also diese Schiene, die cutten wir. Und dann ist die Frage schon offen, was machen wir mit Infrastruktur? Rüsten wir die auf Wasserstoff um oder wird sie halt runtergefahren, muss man sehen. Genau. Ich würde gerne, wir reden heute den ganzen Abend sehr intensiv, ich finde das wahnsinnig spannend, über das Thema Speicherung von Energie. Und wir haben über die großvolumige Speicherung schon gesprochen. Wir haben über die kleinvolumige Speicherung gesprochen, sage ich mal, auf der lokalen Ebene für mich. Egal, ob ich über Wasserstoffspeicher spreche oder über Batteriespeicher spreche, wir haben oft die Kommentare und es wird immer wieder diskutiert darüber, wer Energie speichert. Und ihr baut ja jetzt mal ein System für das klassische Einfamilienhaus oder so wie ich. Ich weiß nicht, hast du auch einen Batteriespeicher zu Hause? Noch nicht? Doch, ich habe einen vor der Haustür stehen, der hat 75 Kilowattstunden. Okay, und der speichert, ja okay, aber dann nehme ich mal das, dann speicherst du deinen Solarstrom zum Teil da drin und beziehst diesen Strom nicht aus dem Netz. Das heißt, was sagt ihr beide zu diesem Vorwurf, wer Energie, selbst erzeugte Energie speichert, entsolidarisiert sich von denen, die das nicht können? Also ich nehme jetzt mal den klassischen Mieter, der halt keine PV-Anlage bauen kann. Der kann sich vielleicht ein Balkonmodul hinhängen, was auch prima ist. Der Vermieter hat vielleicht keinen Bock auf eine Mieterstromanlage oder es geht einfach nicht. Wir haben ja Strukturkosten für die Stromverteilung, also Netzkosten, bleiben wir mal dabei. Die sind normalerweise umgelegt auf alle Stromkunden. Jetzt fange ich an, seit diesem Jahr Strom selber zu speichern, muss also weniger aus dem Netz ziehen, freut mich natürlich. Ihr speichert Strom im Wasserstoff. Wie steht ihr dazu? Ist das eine Geisterdiskussion oder ist es tatsächlich ein Punkt, wo man sagen muss, wir müssen bei der Privatspeicherung von Energie auch mal über das Thema Entsolidarisierung nachdenken? Da würde ich sehr gerne drauf antworten. Vielleicht Seat, ja, gerne. Ja, das wäre mir ein Anliegen, weil tatsächlich empfinde ich es genau andersrum. Mhm. Also der Startpunkt, den muss man einmal definieren. Der Startpunkt ist, wir sind in der Energiewende, dieser Globus wird immer wärmer und wir müssen umschalten auf erneuerbare Energien. Das ist das eine. Wenn ich jetzt gucke auf die Stromnetze, aus denen ich ja den Strom dann beziehe, dann werden die aus drei Seiten belastet. Nämlich einmal die erneuerbaren Energien fluktuieren, das ist ein Thema. Das nächste ist die Mobilitätsenergie, die immer mehr auf die Netze umgelegt wird. Und das dritte Thema ist die Wärme, die in Neubauten ja praktisch zu größten Teil aus Wärmepumpen erzeugt wird, wird auch noch auf das Stromnetz umgelegt. Das heißt, wenn ich heute raufgucke, gucke ich auf eine Situation, in der sehr viel Investitionen in das Stromnetz, in die Infrastruktur getätigt werden müssen. Und diese Investitionen legen sich am Ende immer auf den Strompreis auf alle um. Das heißt, die Strompreise steigen. Und wir haben eine ganz schöne Aufgabe zu bewältigen, das hinzubekommen. Und wenn ich auf dieses System gucke und jetzt sage, ich habe dort Speicher, dann treten heute Privatpersonen einen Schritt vor und sagen, ich übernehme Verantwortung. Und zwar nicht nur Verantwortung, sondern auch wirklich Geld in die Hand. Also von meinem eigenen ersparten Geld, von meinem Wohlstand, gehe ich nach vorne und ich investiere dieses Geld in genau diese Aufgabe, nämlich diesen Wandel hinzubekommen. Mhm.
Und aus meinem Verständnis wird damit was geleistet, nämlich die Stromnetze zu entlasten. Wenn ich Energie dort erzeuge, wo ich sie brauche, dann muss ich weniger in der Infrastruktur umbauen. Ich muss so oder sowas umbauen übrigens, das vorneweg, aber ich muss einfach weniger umbauen. Und diese Systeme, wir glauben auch daran, dass unsere PKEAs können auch im Netzverbund arbeiten und können auch dazu also mithelfen, Netze zu stabilisieren, können Energien verschieben über Zeit und Raum, nämlich auch dann in Kombination mit dem Netz, können dadurch Ausbaukosten reduzieren. Und das ist etwas, was allen hilft und was durch ein Einzelinvestment von einer einzelnen Person erreicht wird, die heute einen Schritt vorwärts geht und sagt, Mensch, ich nehme ganz schön viel Geld in die Hand von meinem privaten Geld, investiere das in Speicher und der hilft im Prinzip auch dem Netz, diese Aufgabe zu stemmen. Mhm. Und ich finde, das ist was Großartiges. Mhm. Wie siehst du das? Würde ich voll unterstreichen. Ich finde diese Entsolidarisierungsdebatte sowieso reichlich absurd, muss man im Endeffekt sagen. Mhm. Die wurde aufgebracht aus Seiten von den großen Energiekonzernen, die eigentlich irgendwie Angst haben, dass also jetzt immer mehr Leute praktisch als Konkurrenz auftreten. Und jetzt sagt man irgendwie, das ist absolut unsolidarisch. In anderen Bereichen, also gut, das sind immer die Beispiele, die man bringt. Also wenn ich jetzt eigene Äpfel als ein Familienhaus, ich habe auch einen Apfelbaum, wenn ich jetzt eigene Äpfel habe, zahle ich darauf auch keine Mehrwertsteuer, ist auch vollkommen unsolidarisch. Auf dem Balkon kann ich keinen Apfelbaum anbauen. Also insofern habe ich da auch irgendwo das gleiche Problem. Das heißt also, vollkommen absurd. Und dann sorgt der Gesetzgeber dafür, dass eigentlich der Mieterstrom in Deutschland tot ist. Also das heißt, das wäre ja die beste Variante, dass man einfach sagt, okay, also wir ermöglichen auch allen Mietern, Berlin ist die Mieterstadt, dass die Vermieter die Photovoltaikanlagen, das wird sogar, was weiß ich, zur Pflicht, dass also da eine Anlage drauf muss und dann auch günstiger Strom ist. Das kann man doch machen. Das heißt also, aber die Gesetze sind so gemacht, dass also sie so kompliziert sind und dann auch mit Abgaben so belastet sind, dass kein Vermieter in Berlin mehr Lust hat, irgendwelche Mieterstromanlagen zu bauen. Das ist vom Gesetzgeber komplett verbaselt worden. Und das ist vielleicht auch mit Absicht irgendwie verballert worden. Und dann sagt man jetzt, es ist unsolidarisch. Warum? Weil man eigentlich praktisch noch die Einfamilienhausbesitzer, die jetzt auch noch irgendwo eine Konkurrenz sind, eigentlich aus dem Markt rausdrängen will. Das sieht man auch im Erneuerbaren Energiengesetz. Wenn jetzt überall die Stellschrauben angedreht, um die ganzen Kleinen irgendwie aus dem Markt zu wischen, dass die Großen ihr Geschäft selber machen wollen, das ist der einzigste Kern, warum man diese unsolidarische Debatte dann entsprechend führt. Also deswegen, wir müssen dafür sorgen, dass die Mieter ebenfalls Eigenverbrauch machen können. Mieterstrom, die haben auch Dächer, die momentan alle in Berlin nicht genutzt wird. Berlin hat 1% der Dächer, die derzeit mit Solarenergie benutzt werden. Ja. Also das heißt, da muss man irgendwie mal richtig loslegen und dann ist das auch kein Thema mehr. In der Schweiz ist das möglich, da ist es quartiersmäßig abgesteckt. Das heißt, ich kann innerhalb eines Straßenzugs Eigenverbrauch machen und ich kann auch innerhalb der Gebäude das austauschen, alles zulässig. In Deutschland wird es im Prinzip verhindert. Und dann auch das, was jetzt schon gesagt wurde, finde ich auch ganz gut. Also momentan, wenn man ganz wissenschaftlich nachrechnet, sind Batteriespeicher auch oder auch Wasserstoffsysteme momentan relativ teuer. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da eine goldene Nase mit verdienen kann. Im Gegenteil, man geht eigentlich in die Vorleistung und finanziert im Prinzip die Markteinführung. Das heißt also Privatpersonen, ja, die gehen da mit ihrem Privatkapital rein und sorgen jetzt dafür, dass sich eine Technologie weiterentwickelt. Was Besseres kann es doch gar nicht passieren. Sehe ich auch so. Ja. Ja. Und deswegen ist das eigentlich keine Entsolidarisierung, sondern es ist eher ein Beitrag für Nachhaltigkeit und für die kommenden Generationen. Und deswegen wehre ich mich dagegen, dass das immer so negativ dargestellt wird. Okay, dann danke mal für die Klarstellung oder für die Einstellung. Steve, du hast... Ja, eine kurze Nachfrage. Vielleicht erklärt ihr mal, was mit der Entsolidarisierung gemeint ist. Denn im Chat kam so, mit wem soll man sich denn solidarisieren? Mit den Energieversorgern und mit den großen E-Konzernen? Und dann kam auch die Frage, was halten Sie davon, Gebühren wie Netzentgelte und EEG-Umlage, was berechenbar zum Beispiel ist, Netzausbau etc., auf Steuern umzulegen, die sich den variablen Preis beispielsweise an der Börse anpassen? Gut, wer möchte Entsolidarisierung erklären oder soll ich das übernehmen? Mache ich einfach mal. Ja, also ich habe es ja schon versucht, kurz zu erklären. Also wir haben Stromnetze in Deutschland, hier ist man nur Deutschland, die müssen betrieben werden, du hast es vorhin gesagt, zur Sicherstellung der Energieversorgung. Und die Kosten, die zum Beispiel dafür sind, Personalkosten, Materialkosten, tralala, pipapo, die werden über die Umlagen auf alle Stromkunden, auf jede verbrauchte, auf jede transportierte Kilowattstunde umgelegt. Und je mehr Leute sich jetzt... Also wir haben es ja jetzt eben schon richtig gestellt, aber ich nehme auch trotzdem das nochmal auf, rausziehen aus diesem System und sagen, ich mache das selber. Wobei die sich einen sparsamen Kühlschrank kaufen, letztlich nichts anderes machen. Die verbrauchen einfach weniger Strom. Das würde dann dafür sorgen, dass diese Fixkosten auf alle umgelegt werden. Und dadurch die Kosten für die es eben nicht machen können, die sich nicht den besseren Kühlschrank kaufen können, die sich nicht die PV-Anlage kaufen können,
die Kosten steigen. Das ist, glaube ich, so die Idee hinter dieser komischen Entsolidarisierungsdebatte. Ja, wobei das ja auch wieder hinkt, weil natürlich, wenn ich mir jetzt einen teureren Kühlschrank, also die sparsamen Kühlschränke sind auch teurer, das heißt, ich zahle dann auch wieder mehr Steuern, nicht? Weil ich ja die Umsatzsteuer zahle. Wenn ich mir jetzt ein teures System kaufe, irgendwie was Wasserstoff speichert, ja, da hängt ja auch erstmal richtig Umsatzsteuer drin. Ja. Und wahrscheinlich das, was ich da an Mehrwertsteuer zahle, ist vermutlich mehr als das, was ich jemals an Netzentgelten zahlen würde. Also insofern ist das eher noch ein Beitrag zur Solidarisierung als zur Entsolidarisierung. Also es geht hier um eine Neiddebatte und es geht leider, darum, die Kleinen entsprechend hier aus dem Markt zu bringen. Genau. Und wie sieht es aus, wäre es ein Weg, vielleicht Zehrt, aus deiner Sicht, diese gesamte Struktur der Kosten, der Umlagen und Steuern, die wir auf Strom heute zu zahlen haben, anders umzulegen auf Steuern? Wie siehst du das, damit so eine Debatte gar nicht erst aufkommt? Ui. Jetzt hast du mich mal einmal. Darüber 60 Minuten hat es gedauert. Ja, aber das, ich glaube, wir können nein, die anderen, ist nicht böse. Nein, überhaupt nicht. Wir können die anderen Filme auch noch mit dazu nehmen. Aber diesmal, darüber würde ich gerne erstmal noch einen Moment nachdenken, weil diese Wirtschaftssysteme, die über Steuern. Also wir leben ja in einem System, was im Prinzip über selbsterdachte Regeln ausgesteuert wird. Mhm. Und man erlebt ganz oft, wie man durch das Setzen der Regeln, wenn man nicht aufpasst, auch wirklich Stilblüten erzeugt. Ich habe jetzt zum Beispiel in meiner beruflichen Vergangenheit vor HPS, habe ich ja solarthermische Kraftwerke gebaut. Und dann habe ich davon unter anderem welche in Spanien gebaut. Und da gab es sozusagen eine Einspeisevergütung gedeckelt auf 50 Megawatt Kraftwerke. Daraufhin entstehen drei Kraftwerke, die sind dann Anderssol 1, 2 und 3, die baugleich sind nebeneinander mit eigener Werkshalle, die alle im Prinzip 49,9 Megawatt haben. Natürlich hätte man auch ein großes bauen können, aber hat man nicht eben, weil es so eine Regel gibt. Und jetzt fühle ich mich gerade an dem Moment, wir sprechen jetzt darüber, wie man mit politischen Regeln sozusagen Systeme aussteuern kann. Und meine Erfahrung ist, da würde ich gerne einen Moment drüber nachdenken, bevor ich antworte. Also wir haben ja zwei Stufen vielleicht. Also wir müssen erstmal das System wirklich schnell transformieren in ein nachhaltiges System. Das heißt, und da muss man sich überlegen, dass man da die richtigen Marktanreize machen. Wir machen momentan das teuer, was wir eigentlich haben wollen, nämlich Strom. Wir wissen, dass wir Strom brauchen für die Elektromobilität, wir brauchen Strom auch für die Wärmeanwendung, für die Wärmepumpe und Strom wird immer teurer. Auf der anderen Seite, derzeit jetzt auch wegen Corona, wird zum Beispiel Heizöl immer billiger. Das ist eigentlich absurd. Das heißt also, deswegen müssen wir dafür schauen, dass die Kosten vom Strombereich möglichst schnell auf den Bereich, wo was wir nicht mehr haben wollen, auf Öl und Gas umgelegt werden. Also Stichwort CO2-Steuer, 100 Euro die Tonne möglichst schnell und das dann den Strom entsprechend entlasten. Das ist also der erste Schritt, den man machen muss. Dann muss man dann zum Schluss sich nochmal Gedanken machen, wie das System langfristig ausdenken. Nicht? Wenn natürlich jetzt kein CO2 mehr verursacht wird, weil wir das System wirklich sauber haben, entstehen natürlich auch Infrastrukturkosten, die muss man dann auch irgendwo umlegen, muss man sich dann im Endeffekt überlegen. Aber ich glaube, auch jeder Endkunde hat am Ende auch einen Bedarf an Infrastruktur. Da gibt es dann Ideen, ob man das in Flatrate macht, dass man einfach sagt, also jeder hat irgendwie dann einen Fixtarif. Momentan wäre es eher kontraproduktiv, weil das Energiesparen verhindert. Langfristig durchaus vielleicht eine interessante Sache. Muss man überlegen, aber ich glaube auch, dass man jetzt noch nicht das Finanzsystem entwickeln wird, wo wir bei 20% Erneuerbaren ist. Wir wissen ja gar nicht, wie das Endsystem aussieht. Und deswegen, glaube ich, müssen wir erstmal den ersten Schritt machen. Wir müssen gucken, dass wir möglichst schnell das System wirklich in das Endsystem überbringen. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal, wie gesagt, Öl und Gas teuer machen und den Strom wieder versuchen, günstiger zu machen, dass wir nicht die absurden Sachen haben, wie momentan, dass zum Beispiel beim Elektroauto das bei 79 Cent die Kilowattstunde, dass das Tanken des Elektroautos dann doppelt so teuer ist wie das Betanken eines Diesels. Das kann es ja nicht sein. Und deswegen, da müssen wir möglichst schnell versuchen, die richtigen Stellschrauben zu drehen. Und den zweiten Schritt, da können wir uns noch ein paar Jahre Zeit lassen. Also ich habe ja gerade, danke, dass du das ansprichst, ich habe ja mit Steve, als wir neulich zu einem Videodreh gefahren sind, die Wette abgeschlossen, dass wir 2021 in Deutschland wahrscheinlich irgendwo an einer Ladestation die 1 Euro pro Kilowattstunde brechen werden, weil dieses System eben einfach anders ausgesteuert werden muss und das möglichst schnell. Denn die Situation ist natürlich absurd, aber E-Autos ist heute leider nicht unser Thema, sondern das viel schönere Thema Speicher. Und eigentlich sind wir durch. Wir haben jetzt wirklich eine Stunde lang intensiv über dieses ganze Thema gesprochen. Ich glaube, oder ich hoffe zumindest, wir konnten auch viele Fragen ausräumen. Wir konnten mit den ein oder anderen Mythen und Märchen mal so ein bisschen nochmal aufräumen. Wir konnten darstellen, wo hat der Wasserstoff seinen Platz im Thema Energiespeicher? Wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, dass Wasserstoff auch in der Industrie, zum Beispiel bei der Stahlherstellung, direkt für gebraucht wird, weil man das mit Strom nicht machen kann. Wir haben über Energiespeicher, Wasserstoff gesprochen. Wir haben über Energiespeicher, Batterien gesprochen. Wir haben ein paar Fragen geklärt. Ich frage noch mal kurz zum Steve in die Technik. Gibt es noch eine Frage, die wir vielleicht noch jetzt reinnehmen können, bevor wir dann den Deckel heute zumachen auf dem Wasserstoffspeicher? Also das Thema ist natürlich gigantisch groß und spezifische Fragen gibt es jetzt nicht nochmal, aber es gibt
ausdrücklich den Wunsch, das nochmal zu machen. Okay. Wahrscheinlich auch zu anderen Teilthemen oder Themenbereichen, aber hier kommen permanent Daumen hoch und wir sollen so einen Talk auf jeden Fall wiederholen. Okay, das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne auf. Dann wisst ihr, dass wir uns hier vielleicht demnächst irgendwann im nächsten Jahr mal wieder treffen. Schauen wir mal. Dann würde ich sagen, ich würde euch beiden jetzt nochmal, das macht man so, dass nochmal ein kurzes Schlusswort geben. Wir haben mit den 30 Sekunden Start begonnen, so enden wir auch. Jetzt darf Volker nochmal 30 Sekunden sozusagen, wenn er möchte. Was willst du jetzt vielleicht zum Schluss nochmal loswerden zu diesem Thema? Also, das liegt dir besonders am Herzen. Genau. Ganz klar, die Energiewende wird an der Speicherfrage nicht scheitern. Also wir haben die Lösungen parat, das kann man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite ärgert mich ein bisschen auch die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Das heißt also, hier wird was Gutes irgendwie missbraucht. Das heißt also, man sagt einfach, wir bauen in Deutschland gar nicht mehr Solar- und Windenergie, sondern dass wir importieren das irgendwann aus grünem Wasserstoff. Das wird nicht funktionieren, genauso nicht wie der Import von Strom. Deswegen also darf man den Wasserstoff nicht missbrauchen, um zum Beispiel hier die Energiewende auszuhebeln. Wir müssen die Energiewende hier in Deutschland machen, so viel wie effizient wie möglich. Und die Importe von Wasserstoff, die werden sehr aufwendig, sehr teuer und langwierig sein. Darauf muss man irgendwie verzichten. Das heißt also deswegen mein Appell, es wird nicht an den Speichern scheitern, aber man darf auch den Wasserstoff nicht missbrauchen, um den Ausbau erneuerbarer Energien hier auszubremsen, wie das derzeit durch die Bundesregierung passiert. Wir haben ein System Picare, mit dem kann man heute die Energiewende, die wir so dringend brauchen, in seinem Eigenheim vollziehen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir viele Pioniere finden, die uns auf dem Weg begleiten, die uns dabei unterstützen und die uns auch in die Lage versetzen, ganz offen gesprochen durch größere Stückzahlen dann immer mehr Menschen zu erreichen. Und heute würde ich gerne diese Nachricht mit raussenden. Es gibt die Möglichkeit, das heute schon zu tun. Es gibt ein tolles System dafür und wir können dabei alle zusammen und jeder Einzelne einen riesigen Beitrag für die Energiewende leisten. Lasst uns das zusammen angehen. Genau. Und ich sage das, was immer am Schluss gesagt wird. Abonniert bitte nicht nur unseren Kanal, sondern auch den von Volker, auch den Podcast. Finde ich ganz toll, dass ihr beide das macht. Von euch gibt es noch keinen YouTube-Kanal und keinen Podcast. Doch, wir haben doch, YouTube einen. Hast du, genau. Dann den bitte natürlich auch. Und ich würde sagen, wir haben einen super Talk gehabt. Vielen Dank für euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank, dass wir hier sein können. Vielen Dank, dass du hergekommen bist. Viel Spaß beim Nachhausefahren mit deinem tollen Auto. Den werden wir auch haben. Und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.